Okay, dann schönen guten Abend. Namaste. Jetzt gerade am vergangenen Wochenende hatte ich ein schönes Erlebnis, da möchte ich von berichten. Und zwar hat ein Teilnehmer in der Gruppe hier am Wochenende, der monatelang im tiefsten Unglück gelitten hat, wegen Beziehungsabbruch, also richtig ganz schlimme Herzschmerzen, viel Selbstmitleid, was man dann auch alles so macht, Therapie und Behandlung und dies und jenes und versuchen zu verstehen und analysieren und. Also über ein halbes Jahr hatten wir ihn schon begleitet in seinem Herzensbruch. Und wir wissen alle so, wenn lange Beziehungen denn auf einmal enden, das ist ja nicht so ganz einfach. Und irgendwann mischt sich natürlich auch eine ganze Menge Geschichte da mit rein. Und er zirkulierte und zirkulierte und zirkulierte so richtig in dem Leiden, in dem Elend. Und irgendwann am Wochenende, ohne weiteren größeren Grund, hat er in einem Moment einfach ein Lied angestimmt. Ein Lied, was er unglaublich gerne singt. Und es hat ihn so sehr nach hier gebracht. Und als ich dann reinkam zur nächsten Sitzung, da kam der mir entgegengestimmt und sagte, ich habe was entdeckt, ich habe was entdeckt, ich habe was entdeckt. Ich sage, ja, cool, was hast du entdeckt? Und der fühlte sich umgewandelt an, so wie ein umgestülpter Handschuh. Und sagte, ich habe es gesehen, endlich, es gibt eine Wahl. Es gibt die Wahl, entweder hier und jetzt zu sein, 100%, oder im Mind, oder eben in irgendeiner Geschichte. Wow, da hat er quasi zu mir zurückgesprochen, was ich seit so circa 20 Jahren immer erzähle. Mich schon wunder, dass sich noch nicht alle viel zu sehr langweilen, immer sich das selber anzuhören. Denn das ist ja so krachend einfach, dass man es an sich kaum glauben möchte. Und es geht dabei nicht mal ums Lied singen. Das kann irgendwas sein. Du kannst ein Lied singen, du kannst einen Tanz tanzen, du kannst was kochen, du kannst putzen, du kannst dich auf den Stuhl setzen und still sein. Es geht um das 100% da drin sein. Und es befördert dich dann 100% nach jetzt hier. Das ist der Trick. Es geht nicht um das Werkzeug, was du benutzt, was für dich den Trick macht, sondern um das Ankommen 100% genau im Moment. Und da ist dem auf einmal diese Wahl, ist total bewusst geworden nach 6 oder 7 Monaten abscheulichstem Herzensbruch, Geleide und den entsprechenden Beschwerden und Analysen und Therapien und Mutter und Vater und Kindheit begucken und was nicht alles. Das war und ist auch alles auf irgendeine Weise sogar. Hat es was miteinander zu tun? Warum hat man dieses Muster und nicht ein anderes Muster? Aber dieses Leiden, dieses psychologische Leiden an der Lebensgeschichte,
Das kann nur entstehen, wenn der Mind, wenn die Zeitabläufe im Geist sich das schnappen und dann immer wieder daran langhangeln. Und auf einmal, in dem Fall durch ein Lied anstimmen, ist es ganz, ganz klar geworden. Und diese Umwandlung, die war dann, sah auch recht stabil aus die nächsten Tage. Soweit ich höre, ist es auch immer noch. Er hat dann nochmal getextet. Er sagt, er meint, versucht's, aber ich kann nicht dahin zurück. Ich kann nicht zurück an den Platz, wo jetzt alles ganz furchtbar schrecklich ist. Der Herzensbruch ist immer noch da, das Bedauern, dass er nicht mehr mit der Geliebten ist. Dass die waren, glaube ich, 16, 17 Jahre zusammen, hatten eine gute Zeit. Und da habe ich fürs Husten das Mikrofon geschafft auszuschalten. Der Gruppenraum am Wochenende war zugig. Das sind die Freuden des Gruppenteilens. Ja, Menschen stellen sich auch unter der Selbstentdeckung immer irgendwie was viel zu Schwieriges und viel zu Großartiges vor. So wie das große Licht. Das klare Husten. Entschuldigt mich nochmal. Manchmal lässt der Body mit sich reden. Ich hatte schon vorgeschlagen, die letzten paar Stunden war gar kein Husten, dass das jetzt dann hübsch so bleibt. Und jetzt haben wir wohl mal immer wieder noch mal so eine Hustenpause. Gott sei Dank kann sich ja im Zoom niemand anstecken. Wir waren bei den großen Erwartungen übers Selbst, die Selbstentdeckung. Und die Vorstellung, großes Licht oder so etwas. Und es ist alles viel, viel, viel einfacher. Da ist weder ein großes Licht, noch ist da eine riesige Dunkelheit. Obwohl beide Erfahrungen auch mal irgendwie auftauchen können. Aber Erfahrungen ist nicht das, um was es geht. Erfahrung ist immer nur eine Verpackung. Und das Geschenk ist in der Verpackung. Erfahrungen kommen und gehen. Die haben einen Anfang und einen Verlauf und dann haben sie auch ein Ende. Und das Selbst ist nicht höher und nicht hot, nicht dies und nicht das. Das ist ganz einfach, genau wie es jetzt gerade ist, bevor wir überhaupt ein Wort darüber erfinden können. Und da können wir jetzt auch mal gerade mal wieder eintauchen. Und die einfachste Möglichkeit ist, für viele besser und einfacher mit geschlossenen Augen, aber es ist keine zwingende Vorschrift. Und dann einfach zu gucken, wie geht's mir gerade jetzt? Zu fühlen, wie geht's mir gerade jetzt? Und kann ich das irgendwo im Körper spüren? Und so, wie es gerade jetzt ist, ist es willkommen und gut hier. Es muss nicht anders sein. Du musst es nicht verstehen. Du brauchst es nicht zu analysieren. Du musst nichts damit machen.
in Aufmerksamkeit, in liebevollem Gewahrsein bezeugen. Vielleicht war das jetzt auch schon viel zu kompliziert. Wahrnehmen. Ganz einfach, indem du hier bist, jetzt, nimmst du es wahr. So wie es gerade ist. Diese simple Frage, wie geht's mir gerade jetzt, ist tatsächlich Einstiegstür ins Sein, ins Selbst, in das, was unverrückbar immer hier ist und nicht kommt und geht. Es ist nicht die Frage an sich, aber die Frage kann benutzt werden, um deine ganze Aufmerksamkeit nach innen, nach hier jetzt und in die Mitte dieses Moments hineinzubringen. Deswegen ist die Frage interessant. Genauso interessant wie die Wer bin ich Frage. Die Wer bin ich Frage ist ein bisschen abstrakter auf eine Art. Dieses Wie geht's mir gerade jetzt? Es bringt das Fühlen mit rein. Fühlen ist in der Welt, im Weltengeschehen, im Alltag, ist das dein Bewertungsmesssystem. Nur Gedanken, die bedeuten eigentlich nichts. Ein Gedanke zieht eine Empfindung nach sich oder mit sich. Ein Empfinden, ein Gefühl, ein Zustand, sowas. Und je nachdem, wie das Gefühl sich anfühlt, bewertest du. Das geht viel schneller, als sich das jetzt gerade anhört, ne? Und weil das so ist, wir sind da so dran gewöhnt, uns auch in dem Empfinden, in dem Fühlen zu orientieren. Deswegen können wir es wunderbar nutzen, um nach innen, nach hier jetzt, ins Selbst, in die Mitte des Moments zu kommen. Das ist im Grunde alles das Gleiche. Und wenn du in der Mitte des Moments, im Jetzt, im Innen ankommst, verschwindet auf einmal die irgendeine Art von Begrenztheit des Moments. Und im Grunde verschwindet sogar der Unterschied zwischen innen und außen. Und zwischen dem, der guckt und was der sieht. Und ja, natürlich, ich höre das ja auch immer wieder, dass viele, viele haben Einblick in das, in dieses Zentrieren, in den Augenblick hinein. Und dann sieht es immer aus wie eine gegenteilige Angelegenheit, sich dann wieder mit irgendwas da draußen oder Alltag beschäftigen zu müssen. Das ist herausfordernd. Denn in der Objektwelt unseres Alltags, da müssen wir uns in die Tatsache dieser Trennungen zwischen den Objekten, da müssen wir uns dann reinbegeben und damit navigieren. Und das ist ein bisschen scheinbar verwirrend für eine Weile, das dann auch etwas sagt, ja, wenn ich aber doch im Hiersein, im Jetzt, im Selbst verschwinde, wie kann denn dieses selbe Ich-Ding dann
trotzdem in den ganzen abgetrennten Objekten funktionieren? Das ist die letzte Frage, die im Grunde nicht beantwortbar ist. Das kannst du nur herausfinden. Ich kann garantieren, dass es geht. Dass das, was sieht und das Gesehene eins ist und doch auch ganz präzise unterschieden werden kann zwischen dem, der guckt und was angeguckt wird. Okay. Und jetzt ist sowieso gut, wenn ich eine kleine Sprechpause habe für meine Stimme. Und wenn ihr Fragen habt, bitte, oder Berichte oder Fragen aus dem Chat. Es gibt eine erste Frage im Chat. Und zwar, Christopher schreibt, Hi Adima, meine Frage ist, was ist die Wahrheit hinter der Sinnung auf Rache? Ich beziehe mich auf die Erfahrung, dass da oft ein Wunsch gewesen ist, jemandem etwas heimzahlen zu wollen. Durch die spirituelle Arbeit ist das bereits erloschen. Doch bleibt die Frage, weshalb sinnen Menschen auf etwas wie Rache? Alles Liebe, Christopher. Hallo Christopher, grüße dich. Im Grunde ist die Frage, wie macht der Mind das in der negativen Polarisierung, sich so zu verhaften, sich so anzukleben, dass denn die zugehörige Geschichte aussieht, als wäre die wahr und man müsste da entsprechend agieren. Das ist, was du beschreibst und wonach du fragst, das ist nicht nur bei Rache so. Rache ist ein gutes Beispiel, weil das eine gewisse Eindringlichkeit hat. Ja, das ist im Grunde die Frage bei allen negativen Emotionen, die denn auch von Menschen womöglich noch in Aktion, in Handlung, in Tat umgesetzt werden. Und die Antwort ist, das ist das polarisierte Spiel im Mind. Was darin gründet, das, was zwischen Ursache und Wirkung passiert und das, was in der Geschichte passiert, als real und oder sogar als Wahrheit anzusehen. Denn zum Beispiel etwas, das Rachsucht antreibt, könnten wir nennen, dass es einfach wie so ein Grundfeuer im System, ein grundsätzliches Feuer. Das muss nicht an Rachsucht vergeudet werden. Das kann in Präsenzbewusstsein einfließen, einbrennen. Es ist also nicht rachespezifisch, sondern es ist das Spiel, solange irgendetwas an die Geschichte glaubt, die der Mind vorerzählt. Und selbst wenn die Fakten und die Personen, die in der Geschichte vorkommen, wenn es die gibt und wenn das gar nicht gelogen ist und das hat sich echt so abgespielt, und dieser böse Mensch hat mir so und so getan. In dem Moment, wo du wirklich komplett hier bist, da fühlst du den Herzensbruch oder die Wut
Oder eben auch die Rachsucht, das mag sein, dass das gefühlt wird als Empfindung. Und ohne Ankleben in der Geschichte fällt diese zwanghafte Umsetzung in negative Handlung. Das beruhigt sich dann. Und das ist was anderes, als einfach zu versuchen, da oben drüber zu kommen und das ganze Ding zu kontrollieren. Wobei ich bei Dingen wie Rachsucht und oder physischen Gewalttätigkeiten schon mal dafür stimmen würde, dass man durchaus auch damit beginnen kann, es einfach mal zu kontrollieren. Auch wenn das keine spirituelle Hochdisziplin ist. Es ist negative Emotion, was es antreibt, und der Glaube an die Geschichte dahinter. Okay. Die nächste Frage kommt von Jaka. Ich habe eine Frage. Solange noch Zweifel da sind, vollständige Wahrheit bzw. vollständiges Loslassen möglich. Möglich im Sinne des Moments, an dem Zweifel erfahren wird bzw. gedanklich auftaucht. Hallo, Jaka? Ja, Zweifel kann auch deine Einstiegstür ins Jetzt sein, in 100% hier sein, in Befreiung. Alles kann die Einstiegstür sein. Es geht darum, dass du 100% dich hinein hingibst. Zweifel ist nicht dein Feind, das ist einfach ein Phänomen im Geist, was in Frage stellt, in Fragestellung im täglichen Leben und in bestimmten Zusammenhängen ist ja eine nützliche Angelegenheit. Und natürlich, wie bei allem anderen, alles, was der Mind kann, das schleicht sich überall auch ein in Bereichen, wo das überhaupt nicht die Baustelle vom Mind ist. Das kapiert er aber von alleine nicht. Was man da dazu tun kann, ist eine Bereitschaft, jetzt hier zu sein. Mitten im Zweifel. Zweifel ist auch wieder eine Geschichte. Nimm die mal weg. Was ist Zweifel dann? Da ist noch nicht mal wirklich was Substanzielles. Das ist noch nicht mal wirklich ein Zustand. Geschichten, Gedankenblasen. Und das bedeutet nicht, dass du näher dran bist oder weiter weg von der Befreiung. Niemand ist näher dran oder weiter weg von der Befreiung, vom eigenen Selbst, vom Hiersein, von der Vollendung seines eigenen Seins. Es gibt nicht wichtigere oder schwerwiegendere Hindernisse auf dem Weg. Es gibt nur entweder du bist hier, wach, 100% in diesem Moment, oder du bist vielleicht nur 1%, aber irgendwo in dem Mind mit einer Geschichte verhaftet.
Und dann wird die Wahrheit dieses Hierseins und deines eigenen Seins, die hat dann nicht den Raum, sich zu zeigen. Die ist dann vernebelt, verschleiert, verhangen, unsichtbar. Also mach dir keine Sorgen über Zweifel, der muss auch nicht erklärt werden oder analysiert oder therapiert. Lass den einfach plappern. Wie so ein Ball, der austitscht so. Und wenn er dann nicht mehr titscht, dann rollt er noch ein bisschen. Du bist hier. Okay. Die nächste Frage kommt von Spiritual Me. Hi Adima, wie wichtig sind soziale Kontakte in der Geschichte wirklich? Ich habe wenig tiefe soziale Kontakte, denke aber immer häufiger, dass das wohl gerade so sein soll. Okay. Hallo Spiritual You. Spiritual Me. Wie wichtig sind soziale Kontakte? Weitgehend hast du es schon selber beantwortet, am Schluss mit deiner eigenen Bemerkung, dass bei dir sind es gerade sozusagen wenige und das soll wohl offensichtlich gerade so sein. Das hört sich intelligent an. Wir sind soziale Wesen, wir sind sozial fähige Wesen. Das bedeutet nicht, dass jeder von uns das toll finden muss, dauernd mit 10 Leuten in seinem Wohnzimmer auszuhängen oder sowas. Ja? Wir sind fähig zu dem sozialen Miteinander und das bedeutet, das schließt diejenigen mit ein, die in dem Gesamtgefüge lieber so am Außenring stehen und vielleicht den anderen zuschauen oder für sich sind. Ich sehe da in dem Sinne keine Probleme. Natürlich gibt es Menschen, die Bindungsstörungen, Isolationsstörungen, die psychische Prädestinierungen haben, die dazu führen, dass es für die sehr, sehr schwierig ist, irgendwelche Kontakte einzugehen. Da kann man therapeutisch dran arbeiten. Da arbeitet ja auch die neue Traumatherapie maßgeblich dran. Wenn du mit deinem Leben und mit deiner Menge und Art von sozialen Kontakten oder Nicht-Kontakten genauso wie das ist, zufrieden bist, alles prima, wunderbar. Da ist keine besondere Wichtigkeit. Ich erzähle dir noch was von mir. Ich hatte tatsächlich aufgrund von, wie heißt es, Entwicklungstraumastörung, immer soziale, ganz wenig soziale Kompetenz. Und dann als internalisierte, expressive Person, also beides, ja, ganz viel drin sein wollen und gleichzeitig gut ausdrücken können und auf Bühnen stehen und tanzen, das war alles prima. Aber auf Feiern und Partys habe ich zum Beispiel die ganze Zeit immer allein getanzt, damit bloß keiner mit mir redet. Ich konnte eine bestimmte Art von, was man so Socializing nennt, konnte ich nie haben, konnte ich nie ab.
Das hat nichts im Weg gestanden. Das hat weder Befreiung im Weg gestanden, noch hat es mich oder irgendwen besonders gestört. Maßgeblich ist dein Empfinden mit dir. Ich kenne und ich sehe und beobachte auch in dieser Welt, ja, viel gestörtes Beziehungsverhalten, könnte man sagen. Und im Einzelfall kann man mit verschiedenen Mitteln und Methoden ansetzen, um an den Stellen, wo was wirklich Schwieriges, Krankhaftes, sehr Belastendes ist, auch eine Auflösung oder Erlösung finden. Ich weiß jetzt nicht genau, wo deine Frage herkam, aber im Grunde klingt die so wie, du bist okay damit, dass du gerade wenig soziale Aktivität und Kontakte hast und dein Leben läuft gerade so. Da stimme ich zu. Du kannst auch gerne noch näher erläutern, wenn du willst. Und vielleicht war das schon alles, was jetzt dazu gesagt werden musste. Okay. Christopher schreibt nochmal. Hi Adima, ich danke dir für die Antwort. Meine zweite Frage ist, seit meiner spirituellen Suche hatte ich neben Satsang viel Therapie. Die Therapie hat geholfen, es geht mir besser. Jetzt gibt es aber die Aussage der Spiritualität, alles sei bereits vollkommen. Und daher bin ich verwirrt, weshalb Therapie trotzdem eine Linderung bringt. Ganz einfach, weil das zwei verschiedene Paar Schuhe sind, sozusagen. Therapie bringt die Linderung auf allem, was relativ ist im Nervensystem, im Körper-Geist-Mensch-Apparat. Wovon die Spiritualität da spricht, dass alles bereits eins ist und genau richtig so, wie es ist, das stimmt. Und das schließt mit ein, dass im relativen Bereich die Therapien auch ansetzen können. Einer meiner Meister und Lehrer war ja Osho oder ist Osho auch immer noch. Und der hat ja von Anfang an gesagt, oh, ihr westlichen Leute, ihr habt derartig den Mind verdreht und voll mit Zeugs. Da müssen wir Therapie machen, damit euch erstens die Meditation nicht verrückt macht und zweitens da überhaupt irgendwas Maßgebliches passieren kann. Ja, das heißt, in dem relativen Bereich von Mind, von du und deine Geschichte, von dem du in dir, das der Persönlichkeitsverwalter ist, da richtet sich Therapie dran. Ja, das macht eine Therapie und lernt in allem, was kommt und geht, neue Anwendungen, auch neue Verschaltungen, auch das Rekalibrieren sogar im Gehirn, wenn so ein Rewiring, so ein Umleiten und Neuverschalten kann ja auch gelernt werden mit den richtigen Ansätzen. Das ist alles in dem Bereich von dem, was kommt und geht, was nicht dein unsterbliches Sein ist. Und die Aussage der Spiritualität, dass alles bereits eins ist, immer hier jetzt, und deine Buddha-Natur, die braucht keine Therapie. Ja, das ist, was diese Aussage der Spiritualität eigentlich adressiert. Deine Buddha-Natur ist perfekt. Von Geburt bis zum Tod, davor und danach. Braucht keine Therapie, braucht keine Behandlung. Ich hoffe, das nimmt die Frage weg oder beantwortet die Frage. Okay. Spiritual Me schreibt nochmal. Ich war immer liebessüchtig und konnte schwer alleine sein.
hatte viele Beziehungen, die mir nicht gut taten. Mittlerweile genieße ich das Alleinsein und oberflächliche Kontakte langweilen mich sehr. Cool. Hört sich gesund und alles gut an. Wunderbar. Verbinde dich ganz viel mit dir. Lausche drauf, was du brauchst. Praktiziere Abgrenzung, wo nötig. Und auf dem Weg wirst du ganz von allein auch maßgebliche und nährende Kontakte und Beziehungen anziehen. Begegnungen, manchmal nur für einen Moment, mit Natur und Tier und Mensch. Kreisel um dich selbst, tanz in deiner eigenen Energie, erfreu dich daran. Und darin festigt sich etwas, was auch dann von allein nicht mehr verloren geht in so toxischen Verwicklungen in Beziehung. Viel Glück. Ja, K. schreibt, wenn ich dem Zweifel oder allen anderen geistigen Phänomenen Raum gebe, dann entsteht Nähe, Nähe zu mir selbst. Es ist wie Eisschmelze, bis nur noch der Moment da ist. Ist es ein ständiges Üben? Das kommt drauf an, ob ein Üben da noch da ist. Dann kann es einem so vorkommen. Und vielleicht kommt und geht der Übende auch für ein Weilchen. Lies es noch mal bitte vor. Ich habe das Gefühl, das war's schon, aber lies es noch mal vor. Wenn ich dem Zweifel oder allen anderen geistigen Phänomenen Raum gebe, dann entsteht Nähe, Nähe zu mir selbst. Es ist wie Eisschmelze, bis nur noch der Moment da ist. Ist es ein ständiges Üben? Gewahrsein nimmt auch den wahr, der übt und manchmal nicht da ist. Es ist ein vollständig natürliches Fließen und auch kein Fließen. Es ist schon beinahe ein Dilemma, diese Stelle, diesen Punkt, dieses zu beschreiben. Und etwas im Mind wird oder will vielleicht auch versuchen, das Üben zu demonstrieren, ja, und dann auch durch die Übung wieder an diesen Punkt gelangen. Nichts austüfteln.
Okay. Waldemar schreibt, Hallo Adima, wenn das Gesehene oder der Sehende und der Sehende eins sind, dann gibt es doch gar nichts Negatives mehr, oder? Waldemar, grüße dich. Das ist ein bisschen tricky. alle Wenn-Dann-Konzepte in solchen Zusammenhängen sind ein bisschen schwierig, weil die zu viel Raum lassen für Halbwahrheit oder Unwahrheit. Wenn der Sehende und das Gesehene eins ist, gibt es kein Negativ mehr. Das könnte eine riesen Illusionsverwirrung mit beinhalten, dass Erwachen dazu führt, dass man nur noch gloriose Lichterscheinungen hat oder anstatt über sowas Kompliziertes zu philosophieren oder irgendwie das begreifen zu wollen, find es doch raus. Schau mal jetzt gerade das, was sieht, das, was gesehen wird. Ist da ein Vorgang? Der Sehende und das Gesehene? Nimmt das Sehen den Seher weg? Vielleicht. Vielleicht nicht. Finde es selber raus, wenn es passiert. Und dann schau, was du siehst, wenn du die Welt anguckst. Was mit Sicherheit verschwinden wird, ist das Leiden. Leiden und anders haben wollen. Ohne die Fähigkeit, das Negative vom Positiven zu unterscheiden, also ohne Unterscheidungsfähigkeit an sich, können wir das ja auch im klarsten Geist und im reinen Erkennensbewusstsein könnten wir das dann auch nicht wirklich hinkriegen, in dieser Welt mit ihren Objekten zu navigieren. Also, am besten von den Wenn-Dann-Formeln verabschieden. Die sind immer so unglaublich interessant, ne? Und irgendwas versteht ja da so, da ist ja ein gewisses Verständnis auch mit drin, das ist sehr attraktiv. Aber diese Wenn-Dann-Formeln, die tun's nicht so wirklich. Schau, wie es bei dir ist, der Sehende und das Gesehene. Und dann bitte berichte. Wie ist es dann mit dem Negativen oder dem Positiven oder mit überhaupt irgendwas? Okay? Ja, K. schreibt nochmal, jedenfalls habe ich das Gefühl, dass es ein ständiges Raus-Rein ist, was sich irgendwie einzupendeln scheint. Das ist Jaka von vorhin. Ich kann aber jetzt nicht mehr genau erinnern. Die Aussage ist an sich
trifft so ziemlich auf alles zu und das Einpendeln auch. Ja, ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, was genau vorher das Thema war. Alles pendelt sich im Grunde immer wieder ein. Das ist die Bewegung, die natürlicherweise von selber da ist, die beständige Veränderung auch auf und ab. Ja, und nach enormen Anstiegen kommt eben auch eine Talfahrt und so weiter. Ja, das ist wie eine natürliche, unvermeidbare Bewegung. Wechsel. Das einzig Zuverlässige ist, dass es dauernd immer wieder wechselt. Okay. Waldemar schreibt, danke, da gibt es keine Trennung von innen und außen. Ja. Ach, und jetzt möchte ich gern Waldemar fragen, und wie ist das? Wie fühlt sich das an? Keine Trennung von innen und außen. Wo höre ich auf und wo fangt ihr an beim Zuschauen? Wir sehen uns ja noch nicht mal gegenseitig. Wo hört jeder von euch auf und fängt der Nächste und der andere an? Das kann man noch nicht mal sagen. Ich lese weiter vor, Adima, ja? Ja. Okay. Waldemar schreibt weiter. Selig sind die geistig Armen. Habe großes Thema mit Intelligenz und Dummheit. Deswegen habe ich im Gefühl, dass es kein Schlecht gibt, kein Negatives gibt. Okay. Habe ein großes Thema mit Intelligenz und Dummheit. Und dann, wie geht's da weiter? Und habe deshalb im Gefühl, dass es nichts Schlechtes, nichts Negatives gibt. Okay. Intelligenz schließt Dummheit nicht ein und nicht aus. Dummheit ist eine andere Abteilung in dem Biocomputer. Kann mit Uninformiertheit zu tun haben, kann mit einer gewissen Art von Manipulation zu tun haben, also sich dumm stellen. Intelligenz, begabt sind wir alle. Es ist so, wie der Mind hat wie so zwei Flügel, die er ausbreitet. Ein ist Intellekt und der andere ist Intuition und das Intelligente, was einfach wahrnimmt, auch ohne Infos zu haben. Und darin ist im Kern ein unschuldiges Empfinden, das weiß,
dass wir eins sind, dass wir gleich sind. Das stimmt. Es ist allerdings schwer vermittelbar über mentale oder intellektuelle Konzepte. Weil auch wiederum der gesellschaftliche Umgang mit Intelligenz und oder Dummheit, mit Informiertheit und Nicht-Informiertheit und all solchen Sachen und mit intellektuellen Beiträgen und daran wird es dann gemessen, wo das überhaupt nicht hingehört. Das macht es dann wieder ein bisschen komplizierter, als es eigentlich ist. Intelligenz wird genährt durch natürlich sein. Und Dummheit wird oft gemessen einfach an Mengen von Informationen, die einer hat oder wie er damit umgehen kann. Das sind völlig unterschiedliche Sachen. Ja, K. schreibt, es ist hier sehr angenehm. Dankeschön. Dankeschön, ja, K. Und Eve Adams schreibt, Huhu Adima, hattest du nach dem Aufwachen auch so eine Phase, in der das alte im Körper festgehaltene Zeug sich gelöst hat, also die ganzen Emotionen? Und wie lange hat das gedauert? Es ist sicherlich ganz viel abgegangen, so auch auf der Nervensystemebene. Wie lange hat das gedauert? Da ist gar nichts, was davon ausgeht, dass es ein Ende hatte oder ein Ende haben müsste. Vielleicht dauert es immer noch auf subtilen Ebenen. Es gab ein paar, wie soll man sagen, dramatisch erscheinende mit sehr hohem Fieber, auch übers Körperliche ausgedrückte, wie so Ausbrennen, Episoden. Ich spreng mein Erinnerungsvermögen an, das ist halt so jetzt 20 und ein paar Jahre so her. Was ich beschreibe, war alles so in den ersten 2, 3 Jahren. In der Zeit habe ich übrigens nichts groß mitgeteilt. Im Grunde auch, da war nichts falsch, da musste nichts anders sein. Da war auch kein bestimmter Prozess im Gang, der jetzt irgendwelche bestimmten Features gebraucht hätte. Es war einfach ein Spüren, und auch die Gelegenheit, diesen Klärung, Häutung, von der ich annehme, dass die genauso individuell ist, wie Erwachen an sich ganz individuell ist. Ja.
weil wir haben vorhin schon mal gesagt, die Buddha-Natur, die braucht gar nichts. Die ist perfekt und immer komplett. Das Erwachte ist auch immer erwacht. Das wird nicht auf einmal geboren in dir und da ist es dann erwacht. Es ist schon immer hier gewesen. Und diese Abwicklungsprozesse, die dann noch ablaufen, die sind individuell, die passend zu dem jeweiligen Körper-Geist-Apparat. Also selbst wenn ich das jetzt genauer wüsste noch, wie lang hat irgendwie was gedauert, das wäre dann auch keine Orientierung oder Anweisung oder Anleitung für irgendjemand anderen. Es gibt so ein Justieren, so ein Umkalibrieren und Justieren, das macht das Nervensystem von allein. Das ist nicht dramatisch, oder bei mir war es nicht dramatisch, nicht schlimm. Ich habe auch bisher von anderen keine schlimm dramatischen Berichte gehört. Vielleicht gibt es auch Leute, die gar keine solche in der Physis Wahrnehmung hatten oder haben. Jetzt ist die Frage, was passiert bei dir gerade? Wo kommt die Frage bei dir her? Ja. Denn wirklich eine brauchbare Formel gibt es als Antwort nicht. Und es gibt auch diesen Ausdruck, die Psychologie der Buddhas. Der ganze Körper-Geist-Apparat, da ändert sich was. Im Grunde wird alles einfacher und natürlicher. Und das, was nicht benötigt wird und nie benötigt wurde, das fällt raus. Und da gibt es so ein paar Schluckaufs. Emotionale Reaktionen in dem Sinne, da hat sich einfach so eine Äquanimität, so eine Beruhigung. Nicht, dass nicht mehr gefühlt wird, aber dieses emotional polarisierte Drama hier, Drama da, das ist in diese Beruhigung gefallen. Und wie gesagt, bedeutet nicht, dass man nicht fühlt, ich fühle auch jetzt noch emotionalen Schmerz, wenn ich bezeuge, wenn ich mitkriege, wie auch jetzt vor kurzem auf dem Spaziergang so ein junger Vater an seinem kleinen, dotzigen Sohn, der da irgendwie nicht pariert hat, ist der völlig an dem ausgeflippt. Autsch, mein Herz ist gebrochen, mir sind die Tränen gelaufen mit dem Kleinen zusammen. Ja, das ist nicht, dass man nicht mehr fühlt, aber die emotionale Verquasung mit den Geschichten, das ist dann erlöst, der Klebstoff ist draußen. Ja, okay. Coco Flow schreibt, liebe Adima, magst du die Begriffe Bewusstsein, Verstand und Ego etwas auseinander differenzieren? Also ich mach's. Oder ich mach mal, ich tue mal mein Bestes. Mögen, mag ich das? Kann ich nicht mal so wirklich sagen. Bewusstsein, Verstand und Ego, ne? Bewusstsein, Verstand, Ego. So. Verstand erscheint als ein
Teil eines Biocomputers. Verstand erscheint in Bewusstsein. Und Ego erscheint in Verstand. Ego ist eine Software oder eigentlich eine Malware. Im Grunde ist es so einfach. Bewusstsein ist Bewusstsein. Vor, während und nach irgendwelchen Formen oder Nichtformen, die darin erscheinen. Also Körper, Geist, Mensch, Apparatformen, Welten, Universen, Abstraktionen, Form und Nichtform erscheinen in Bewusstsein. Jetzt, damit Bewusstsein eine erscheinende Form erkennen kann, braucht Bewusstsein zum Beispiel so einen Körper-Geist-Apparat. Und in der Physis, in dem Soma, von diesen Körpern, von Gehirn, das Gehirn ist wie ein Computer eigentlich, im Prinzip. Und da drin ist ein Betriebssystem, wo bestimmte Sachen vorgegeben sind. Das ist ja auch, wenn ein Baby geboren wird, es muss ja nicht drüber nachdenken zu atmen oder zu verdauen, ne? Das autonome Nervensystem und alles, was so von alleine läuft, das ist im Betriebssystem vorgegeben. Und dann wird in diese Somatik werden psychosomatische Mechanismen eingebaut, auch Steuermechanismen, und rein konditioniert. Das ist das Softwareaufspielen. Da werden die Apps hochgeladen. Und die können hochgeladen werden durch einen Augenkontakt, was ein Baby mit einem Erwachsenen hat. Da kann das wohl sein, dass das, ich weiß nicht, ein paar hundert Apps rauflädt. Die ganze Konditionierung, die wir tragen, als Kollektiv, als menschliche Rasse und als Person, was ja noch der winzigste Teil ist, all das kann durch einen Augenblick auch übertragen werden. So, was immer dann das formt, was wir dann irgendwann Verstand nennen, der denkende Geist, der Teil vom Mind, der sich für real hält und Steuerfunktionen durchführt, all das erscheint im Bewusstsein. Die Formen, die Menschen, das Individuelle, dann der Verstand da drin. So, und dann hat Verstand, so in den ersten paar Lebensjahren hat es ja, da ist nicht mal ein Ich, da ist kein Ich und schon erst recht gar kein Ego. Ja, das sind aufgespielte Apps. Das sind Software, die da einfließt. Kleine Kinder sprechen oft von sich in der dritten Person. Die nennen ihren Namen und sagen, Doris hat Hunger über sich. Ja. Und das Ich-Wort zu lernen, manche von uns können sich daran erinnern, das Ich-Wort lernen zu müssen, ist irgendwie eine ulkige Angelegenheit. Weil das Ding hat ja schon einen Namen, ne? Und irgendwann bildet sich um das Ich-Wort herum das ist interessant, da kommt gleich wieder das Husten. Um das Ich-Wort herum bildet sich eine Art von Ich-Empfinden. Das tritt so zwischen 2,5 und 3-jährig auf. Und das ist immer
eine Abgrenzung. Eine Abgrenzung, eine Ausgrenzung. Das entsteht immer, kann nicht anders entstehen, durch Nein sagen. Ja, wenn er beobachtet die Power von 2,5-Jährigen, die Nein sagen. Das muss passieren, damit dieser individuelle Kind-Mensch-Apparat sich identifizieren kann, um navigieren zu können. Der Preis, den wir dafür zahlen, ist, dass dieses ich-sagende, abgetrennte Ding, was sagt, nein, das mache ich nicht, das mache ich nicht. Ja, das entwickelt so viel Trennungsbewusstsein in seinem neu gefundenen Ich-Dasein, dass das der ganze Körper-Geist-Apparat beginnt, diese abgetrennte Einheit in der Abgetrenntheit für real zu halten. Und dann geht diese Geschichte immer weiter. Ich bin anders als du, ich kann besser als du und so weiter und so weiter und so weiter. Und dieser Glaube an all diese Geschichten, oder wenn wir festkleben, das Festkleben an dem Glauben an all die Geschichten, das ist egoisch, das ist Ego. Der Ich-Mechanismus an sich, das ist nichts, was im Weg stünde, nichts Beängstigendes, das ist einfach nur was Praktisches. Ja, dass man von sich halt auch ich sagt, wir könnten auch alle von uns in der dritten Person mit unserem Namen sprechen, geht auch. Ja, wir sagen halt, ich brauche einen Schluck zu trinken. So. Also ich sagen und ich identifizieren mit einem bestimmten Körper-Geist-Apparat, der Bedürfnisse hat, denen man nachgeht, das hat noch mal lange nichts mit Ego zu tun. Ego ist das Ankleben an dem Glauben, dass Ursache und Wirkung, dass die Story Ursache-Wirkung, ich bin so, weil, dass das Realität wäre. Das ist Ego. Und das Absichtsvolle, auch Ursachen und Wirkungen benutzen zu wollen, um da irgendwas für sich bei rauszuholen. Also absichtsvolle Beeinflussungshandlungen und zu meinen, man hätte irgendwas im Griff. Also an sich eine ganze Menge Blödsinn. Und einen gesunden Sinn von dem individuellen Unit, was du bist, als Erscheinungsform, eine gesunde Beziehung damit zu haben. Ja. Es geht auch nicht um Verleugnung. Das bedeutet, dass du auch diesem Körper-Geist-Apparat, der individuell tickt, individuell hat auch nichts mit Ego zu tun, dass man diesen Körper-Geist-Apparat auch entsprechend sich drum kümmert. Individuell kommt von einem Wortstamm, der eigentlich bedeutet unteilbar, undividable, nicht teilbar. Das ist Individuum. Ist auch interessant. Und wenn das Ego, wenn der Klebstoff mit der Geschichte sich löst, dann ist ja das, was ich sagen kann, das ist ein Steuermechanismus, ist ein psychosomatischer Steuermechanismus. Ja? Ich habe jetzt gerade so eine Art Gespräch mit dir. Ist mehr ein Monolog, aber ja? So. Und all das, der Sprecher und das Sprechen, das Zuhören, das Verstehen oder nicht Verstehen, die Verwunderung, die Zweifel,
was immer. All das erscheint in dem Mind. Mind ist noch ein bisschen mehr als Verstand. Es sind auch alle Empfindungsphänomene mit drin. Und all das erscheint in dem Bewusstsein, was immer hier ist, was nicht kommt und geht. So. Hat das jetzt irgendwie geholfen? Vielleicht. Ja, man möchte das auch irgendwie klarkriegen. Ja, also auf dem Weg, auch den Weg des Verstehens zu gehen, das ist einer von den gültigen Wegen. Das ist auch Veranlagungssache. Übers Verstehen, über den Intellekt zu kommen, das war so toll mit dem Osho, weil da konnten die Versteher und die Total-Intellektuellen, die konnten da genauso, die wurden da genauso bedient wie die total emotionalen Fühlpersonen, die Emos und alle anderen Variationen, die da vorkommen konnten. Und deswegen, also auch die Fragen nach Unterscheidung, was ist hier eigentlich was? Und im besten Fall beruhigt sich dann was an der Stelle und muss an der Stelle nicht weiter fragen. Okay. Die nächste Frage kommt von der Agnessa. Liebe Adima, im beruflichen Alltag bemerke ich immer wieder, dass ich mich in Diskussionen verrenne. Oft auch von mir begonnen und ich mich dadurch in eine Negativität ziehen. Es passiert so automatisch. Manchmal beobachte ich mich selbst dabei und bin von mir genervt. Hast du eine Möglichkeit, für mich im Frieden zu bleiben? Vanessa? Ja? Agnessa. 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 Ja, siehst du? Ich hatte das Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Agnessa, hallo Agnessa. Grüße dich. Du als erstes Mal, gerade weil es der berufliche Alltag ist, ich nehme jetzt mal an, dass in deinem beruflichen Alltag bist du nicht umgeben von lauter erwachten Buddhas, sondern eher von einer gewissen Menge normal meint, in dem beruflichen Alltag ganz besonders großzügig und liebevoll verstehend mit dir zu sein und schon mal damit zu beginnen, dir zu verzeihen, dass du auch in dem Sog, weil diese Sachen, die haben alle wie so einen Sog, dass du auch dem Sog ausgeliefert bist, dass du manchmal sogar die blödesten Diskussionen sogar noch selber anstimmst. Das kommt vor. Und etwas sieht es. Und wenn du es deinem Beobachter übergibst und der nicht urteilt, dann ist es beinahe, dann kommt beinahe wie so ein Schmunzeln mit da rein. Sei einfach gewahr. Ja? Jetzt habe ich sogar die blöde Diskussion angefangen. Das ist das geistige Klima, in das du dich da begeben musst, weil das nun mal der Berufsalltag ist. Und das ist wie ansteckende Radiowellen. Auch wenn noch gar keiner was gesagt hat und dein Mind-Apparat, der Mind reagiert auf all diesen Input, der so umeinander fliegt. Und dein Mind-Apparat fängt dann zum Beispiel selber die blöde Diskussion an. So what? Da ist jetzt gar nicht so viel Schwieriges zu bewältigen. Da ist vor allem zu verstehen für dich,
Du musst und du kannst auch gar nicht in dem Berufsalltag jetzt zu viel spirituelle Gymnastik unter Beweis stellen mit dir selber. Sei ein fehlbarer, limitierter Mensch in deinem Berufsalltag und sei liebevoll verstehend mit dir. Vergib dir, dass du bist, wie du bist, dass du reingezogen wirst in irgendwelche Diskussionen, die andere führen oder wenn sie dich direkt ansprechen, dass das bestimmte Auswirkungen hat aufs System, das ist alles so, wie es ist. Du musst da nicht dagegen anfrieden oder dagegen an meditieren. Dein bester Verbündeter ist der innere Zeuge, dem kannst du das übergeben und immer wieder einladen und immer wieder dich dran erinnern, bezeugen ohne Urteil. Sehen, was abgeht. Eve Adam schreibt, bei mir kommen irre viel Emotionen hoch, vor allem Traurigkeit, Angst und Wut. Alles sehr, fast überwältigend stark. Und es wird aus dem Körper gespült, aus den Muskeln, Faszien, Organen und so weiter. Okay, ich habe den Namen am Anfang nicht verstanden, da waren so Geräusche. Eve Adams. Eve Adams. Alle genannten Emotionen auf einmal, ich verstehe, dass das so aussehen kann, aber tatsächlich kann nur eins auf einmal wirklich das Stärkste sein. Dann verstehe ich es so, dass das alles jetzt gerade passiert. Schau einfach, Eve. Welches ist jetzt gerade das Stärkste? Wie geht's mir gerade jetzt? Welches von all dem ist jetzt gerade das Stärkste? Denn tatsächlich, dieser Geistapparat, der kann nur eins auf einmal. Da ist es also entweder Trauer oder Wut oder da war noch was. Aber eins davon ist das Stärkste. Jetzt in diesem Moment. Genau jetzt in diesem Moment. Und da schaust du hin, dann hast du schon mal, das ist schon mal ein bisschen verschlankt. Die anderen gibt's auch, klar. Aber wirklich vorrangig vorhanden sein kann immer nur eins auf einmal. Eine Emotion, ein Gedanke. Dieser Mind kann nicht zwei Sachen gleichzeitig, kann er nicht. Kann schnell wechseln, das kann er. Aber kann nicht zwei Sachen gleichzeitig. Wenn du genau in diesem Moment, jetzt hier, hinguckst, da ist immer eine gewisse Beruhigung möglich und eine Begegnung mit einer Sache. Das macht es schon mal einfacher. Und ja, du spürst denn auch, man spürt immer Körper, Organe, Muskeln. Ja. Das ist auch, womit die ganzheitlichen Methoden dann arbeiten. Auch die, die ich lehre und praktiziere, dieses Tibetan-Palzing. Wenn die Muskeln sehr in Anspruch genommen sind oder ächzen, das hat was mit zu viel Stress im Mind zu tun, auch unter Umständen mit zu viel Nachdenken und Versuchen auszutüfteln
und lass mal den Mind blub, 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 einfach an der Seite vorbei plappern. Bring deine Aufmerksamkeit vielleicht mit einer schönen Musik oder mit einem anderen Sinnesreiz, den du magst, Berührung, bring dich einfach nach ihr. Also Muskel ächzen und stöhnen kommt direkt vom Gehirn, von eigentlich könnte man sagen, zu viel denken oder wird davon beeinflusst. Und die Organe, die sprechen jedes für sich eine bestimmte Sprache. Da kann man auch reinlauschen lernen und auch über diese Botschaften Bedürfnisse bedienen, wo es notwendig ist. Du kannst grundsätzlich übers Reinlauschen auch wieder Beruhigung ins Jetzt und was kennenlernen von innen, was dir vielleicht sogar in Worten sagt, jetzt wärmer Beine hochlegen dran oder vielleicht ist ein Spaziergang dran. Also über, es klang so ein bisschen nach Überwältigung mit emotionalem Wust und Ausbruch. Und das kann leicht so aussehen und oder sich so anfühlen. Wenn das häufig oft ist und dir viel Stress bereitet, dann such dir therapeutische Hilfe. Da gibt es viele verschiedene Sachen, die da gut greifen. Und wenn es jetzt gerade ist, dann meine Einladung, schau, was ist genau jetzt in diesem Moment? Wie geht's mir gerade jetzt? Frag dich das. Und spür das eine, was sich dann zeigt und nimm das als Einstieg nachher. Genauso wie es ist. Trauer oder Wut oder irgendwas anderes. Das ist immer die goldene Einstiegstür ins Jetzt. Das, was jetzt hier gerade ist, das ist der Weg zu dir, zu deinem eigentlichen Sein. Das ist auch der Weg in Befreiung, auch die Tür ins Erwachen. Das ist alles in der Mitte des Moments. Es kann nirgendwo anders sein. Okay. Ja, Karl schreibt, in der Kalibrierungsphase erfahre ich eine enorme Instabilität. Es fühlt sich an wie eine Persönlichkeitszurückbildung. Alles muss neu gelernt werden und doch fühlt es sich vertraut an. Ja. So ist es. Und was, wenn das einfach so ist, Jaka? Bestimmte psychosomatische Mechanismen, die müssen praktisch wiedergelernt werden. Die sind weggebrochen. Die haben früher einem egoischen Impuls gedient und es geht nicht mehr. Den Zusammenhang gibt's nicht mehr. Man muss quasi bestimmte Features, bestimmte Anteile, wie neu lernen. Jetzt ist eine Sache. Was du gerade beschrieben hast, begegne dem mit Unschuld, wie durch die Augen eines Kindes. Du kannst trotzdem erwachsen bleiben. Ohne Urteil dem begegnen, ohne Vergleichen. Und weißt du, selbst wenn etwas auftaucht und es sieht aus wie die alte Persönlichkeit, so what, sei auch damit 100%. Weil da nagt so ein bisschen so eine Vorstellung, ach, das ist alte Persönlichkeit und dann ist Erwachen futsch. Das gibt's aber nicht. Das ist nur, ja, das sind so Überhängsel, Verhaltensweisen aus dem Mind. Der macht seine Spielchen.
begegne allem, was sich da zeigt in dem Rekalibrieren, begegne dem frisch und unschuldig, neu, ohne Urteil, ohne zu vergleichen. Und ja, es mag sich wobblig anfühlen, wackelig oder wie auch immer. Und ja, so ist es. Klingt gut, viel Glück. Genug, genug gesprochen und genug gehustet. Okay. Ihr Lieben, hier sind ja auch immer ein paar mehr, als ich auf der Kamera mit den Kameras sehe. Und ihr Lieben auch im YouTube. Macht's gut. Bis bald. Oh, jetzt strengt das Hirn sich an. Kriege ich jetzt noch eine Ansage auf die Reihe. Es ist der 23. August, also am ersten Sonntag im September. Da gibt's meine Sendung morgens um 11. Die Links sind auf meiner Website adimasudeva.com. Das sind die Satyamitra-Treffen, die sind nicht auf YouTube, die sind nur im Zoom. Und da war ein Workshop ausgeschrieben, den haben wir aber verschoben um einen Monat in den Oktober. Also am Sonntag, den 3., ich glaube, es ist der 3., ja, Sonntag, den 3. ist Satyamitra-Treffen und dann ein Weilchen drauf fliege ich mal wieder von England nach Deutschland, auch mit meinem Mann zusammen. Das ist der Sudeva, der ist hier auch im Bild. Sudeva, don't switch off, now I'm introducing you that we come both to Germany. Here he is. Nach Deutschland zunächst mal und dann auch nach Seminarhof Schlegelberg in Oberösterreich für die Nicht-Dualitätstage, die jetzt TV veranstaltet. Wäre schön, da auch ein paar von euch live zu sehen. Und danach an dem Wochenende sind wir noch in Aschaffenburg, da gibt es auch Satsang und ein Event mit dem Tibetan-Palzing. Okay, wow. Alles auf die Reihe gekriegt, okay. Bis bald. Namaste.